So, da bin ich wieder. Wie man sieht, nicht mehr da, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ich habe ein bisschen rumgeforscht und gesucht und unter anderem noch im Münztelefon einen weiteren Dime gefunden. Den habe ich bei dem Bett benutzt und habe jetzt einen Sweeter bekommen. Uppidu, komplett zerschwitzt, aber egal. Mir ist noch eine Idee gekommen: Der M1-Kerl ist ja kalt. Da hieß es ja von wegen, ja, er solle sich doch an Washington ein Beispiel nehmen, ihm wäre nicht kalt. Wenn einem kalt ist, zittern doch die Zähne. Das Ding zittert permanent, also müssen wir über die Zähne austauschen. Ich überlege, der Kerl raucht ja eine Zigarre. Wie wäre es, wenn wir mal die Explosivzigarre andrehen? Gebe Explosivzigarre. Washington! Excuse me. Yes? Mr. President, may I offer you an excellent smoke? Can you also provide me with a light? Sure. Sure. Well, in that case. Na komm. Blast, I hate it when that happens. See if you can't find those for me, will you? There's a good lad. Oh, ich hab sie schon, ich hab sie schon, ich hab sie schon. Aber hier, da, genau, das sind deine. Das sind Could you deine. use these? Why, thank you, young man. Strange. I wonder if I should cut down on the coffee. Hey, Tom, look! The father of our nation is cold. Better build a fire. You're right. Huh? Fire. I guess you can have my log. Me? Why should I build the fire? You build the fire. I'm bothered by the smoke. You build the fire. I'm bothered by your attitude. You build the fire. No, you build the fire, Mr. Penmanship. No, you build the fire, log lover. No, you build the fire. No, jetzt you einigt build euch mal, the da kommt fire. Noch eins. 10 Stunden später. Also, nur 2 Stunden, okay, fast. You big baby. Jetzt können wir die Decke klauen. Was ist denn mit dieser Feder da auf sich? Ich fällt mir gerade das erste Mal richtig auf. Können wir die mitnehmen? Hey, keep your hands off that! Mist. Okay, dann müssen wir sie wohl irgendwie ablenken. Nein, nee, falsch. Ich glaube, hier gibt es nichts, oder? Nee, hab ich schon was abgepasst. Das weiß ich genau. Ich habe jeden Quadratmeter abgepasst. Aber hey, bis hätte der Schornstein immer gute Dienste geleistet, wenn man nicht wusste, was irgendwie zu tun ist in diesem Raum. Also mal wieder Schornstein. Oh, schon wieder irgendeine Nachricht. The design's solid, but I need some waterproof material, like cast iron or something. Waterproofed material. Ja, damit kann ich derzeit nicht dienen, da muss ich passen. Naja, gehen wir einfach mal rum. Aufs Dach, von dort ins Dachgeschoss. Lulu. Das Pferd pennt immer noch, finde ich sehr sympathisch. Ich habe mir gerade diese Decke geklaut. Was passiert wohl, wenn ich die jetzt, stopfte ich dadurch, die auf den Schornstein einsetze? Toro, Toro. Okay, who was the idiot who started the fire? Fail. Ja, rein mit dir, Digga. Let's get down. Hoffentlich sind sie jetzt auch draußen. Der Kerl hat echt so dermaßen was von Name, ey. Wump. Ein Wunder, dass der überhaupt die Treppe hoch und runter passt, ey. So. Niemand da, nehmen wir die Feder mit.
Quillpen. Mir. Zoink. So, irgendwas muss ich da noch einwerfen, ganz ehrlich. It looks pretty clear in here now. Say, did you get the pen on our way out? No, I found a blanket blocking the chimney. Son, do you know anything about a blanket? Didn't the dude next to you have one earlier? Hey, catch you later. Der ist echt verflucht gemein. Hab ich irgendwelchen Papierkram, den man da vielleicht reinschmeißen kann? Das Buch, nee. Hat er vielleicht was? Das wird's wohl kaum sein. Sieht doch schlecht aus. Weißt du was, die Idee ist so sinnlos, die könnte glatt klappen. Use das Ding. Sollte in Zukunft doch als Regel machen, dass jeder ein... Oh, da stand ja sogar was vorweg. Es sollte die amerikanische Pflicht eines jeden Amerikaners sein, ein sauberes Haus zu haben. Ja, beweg dich. Keep moving. Also Spiel kurz gehangen. Keep moving. Big fart hard. So, lalalala. Da hoch. So, und das ist ja fast dann sowas wie eine enge, so ein Vorschlag für ein Gesetz, ne? Also nehmen wir das mal mit. Zeigs. Mehr schief gehen kannst du auch nicht. Lalalala. Gottchen noch eins. Es ist echt abartig, so ein Spiel in einem Zug durchzuspielen, das glaubt mir mal. Flupp. Rein da. Zeig. So, okay. Use. Ich glaube zwar mal, dass es klappen wird, aber hey. Er hat es tatsächlich da reingeschmissen. Boy, it's sure quiet in here. I wonder if there might be any ideas worth discussing in the suggestion box. Maybe somebody should take a look. I say, lads, I have an idea. Does it have anything to do with starting a fire? No. I was thinking it's about time we open the suggestion box. Don't you agree? Sure, George, if you say so. Yes, whatever you think is fine with us. Excellent. What's he thinking? No one of any importance has been here all day. What could be in the suggestion box? Perhaps he intends to suggest something himself. Here's a suggestion. It says, George says that every American should have a vacuum cleaner in their basement. What do you think, gentlemen? Whatever you say, George. Your name's on it. I'm sure you must have a good reason for suggesting it. Yes. It's strange. I don't quite... Well, I'm sure I had a reason for it. If there are no objections, we shall add it to the Constitution immediately. No? Good. And so shall it be law. What's a vacuum cleaner? Yeah. Nicht schlecht. You suck. Der ist nicht schlecht. You suck. Der gefällt mir. Ach, das ist in der Zukunft da unten. Ach, Menno. Bringt er mir aber nichts. Use Sweeter mit. Nee. Das wäre echt egal, ob den Kerl jetzt kalt ist. Ich glaube, das bringt mir auch nicht mehr viel. Ja, was mache ich denn jetzt mal? Ich weiß, was ich mache. Ich setze wieder einen Schnitt. Wir haben nämlich schon wieder fast 10 Minuten voll. Na dann, ich will wieder mich irgendwie offscreen umschauen. Wir sehen uns dann. Bis bald.